Guten Abend, herzlich willkommen im Deutschen Filmmuseum. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Mein Name ist Alejandro Bachmann, ich bin Vermittler, Kurator und Autor und freue mich sehr, Ihnen das heutige Screening von Oray von Mehmet Akif Büyükatalay vorzustellen, beziehungsweise eigentlich nur anzukündigen, weil ich über den Film gar nicht so viel sagen möchte. Wir werden im Anschluss an das Filmscreening die Möglichkeit haben, mit Bastian Klügel zu sprechen, einem der Produzenten dieses Films. Ich möchte aber ganz kurz was zu dem Kontext sagen, in dem der Film hier läuft. Also er läuft einmal in dem regulären Kinoprogramm des Deutschen Filmmuseums und zum Zweiten läuft er aber genau am heutigen Tag, weil am heutigen Tag eine Fortbildung stattgefunden hat, die sich interkulturelle Filmbildung nennt, bei der wir mit 20 Leuten im Rainer-Werner-Fassbinder Center hier in langer Walking Distance einen Tag lang zur Frage einer interkulturellen Filmbildung gemeinsam gearbeitet haben. Dieses Projekt ist ein Projekt, an dem vier große filmkulturelle Institutionen teilnehmen, nämlich das Deutsche Filmmuseum, die Bundeszentrale für politische Bildung, Vision Kino, und das sind die drei Institutionen in Deutschland, und das Österreichische Filmmuseum in Wien. Und bei diesem Projekt geht es darum, ein Konzept zu erstellen, wie diese Institutionen ganz allgemein ihre institutionellen Strukturen so ausrichten können, dass man sie interkulturell bezeichnen könnte. Das heißt, dass sie begreifen und das auch in ihre praktische Arbeit umsetzen, dass wir in einer Gesellschaft der Vielheit und einer Gesellschaft der Diversität leben und dass alle kulturellen Tätigkeiten, die diese Institutionen durchführen und auch vermittelnden Tätigkeiten, auf diese Gesellschaft hin ausgerichtet sein sollten und nicht mehr davon ausgehen, dass wir in einer deutschen Mehrheitsgesellschaft leben, wie man das vielleicht vor einigen, eigentlich auch recht vielen Jahren vielleicht noch annehmen konnte. In diesem Kontext läuft dieser Film und das kann man vielleicht, wenn man möchte, ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man ihn jetzt sieht. Aber wie gesagt, sonst möchte ich nicht besonders viel sagen zu dem Film und freue mich nachher auf das Gespräch mit Bastian Klügel und möchte Sie auch herzlich einladen, dazu da zu bleiben und an dem Gespräch teilzunehmen. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen jetzt ein spannendes Screening. Danke. Ja, bitte begrüßen Sie mit mir den Produzenten des Films, Bastian Klügel. Bastian, schön, dass du da bist. Und, danke für die Einladung. Zeit hast und Lust hast, mit uns über den Film zu reden. Ich habe dir das vorhin schon gesagt, dass ich habe erst von dem Film gelesen, bevor ich ihn gesehen habe. Das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen. Er hatte seine Weltpremiere auf der Berlinale in der Perspektive Deutsches Kino und hat dort den First Steps Awards, glaube ich, gewonnen. Ist es, ja? Preis für den besten Erstlingsfilm, genau. Ja, genau. Und dann habe ich darüber gelesen und war so ein bisschen skeptisch, weil ganz oft, wenn auf einem deutschsprachigen Festival so ein Film, der sich, sagen wir jetzt mal sehr grob, ohne das jetzt genauer zu benennen, so einem Thema an einem Preis gewinnt, dann werde ich skeptisch, weil ich oft das Gefühl habe, das sind dann Filme, die sozusagen einer mehrheitlich von, wir haben heute das Wort Biodeutschen, sozusagen Biodeutschen besetzten Jury ganz gut reingeht sozusagen. Und deswegen habe ich da so eine Art Grundskepsis gegenüber solchen Filmen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich dieses Gespräch moderiere und habe ihn mir angeschaut und war eigentlich nach circa, ich würde sagen, 150 Sekunden schon ziemlich begeistert. Und das liegt an dieser ersten Szene, die ich irgendwie ziemlich stark fand, und ich mochte auch jetzt nochmal die Erfahrung hier im Kino, weil irgendjemand nach dieser Szene erstmal so gemacht hat. Und das war auch das, was ich sozusagen, als ich ihn alleine gesehen habe, das war auch das Gefühl, das ich hatte. Weil es irgendwie natürlich interessant ist, weil diese Rede sozusagen in gewisser Weise ziemlich radikal daherkommt und auch sehr emotional emotionalisiert, könnte man sagen, vorgetragen wird. Und weil man nicht weiß, wem sie eigentlich gehalten wird. Also man kriegt eine grobe Idee, weil er Brüder sagt, aber man weiß nicht genau, in welchem Kontext und so weiter. Und das hat mir dann auch gleich irgendwie sozusagen, wenn man dann den ganzen Film sieht, nochmal die Frage gestellt, an wen richtet sich eigentlich so ein Film?
Und kannst du da ein bisschen was zu sagen, inwieweit ihr eigentlich, als ihr angefangen habt, an diesem Projekt zu arbeiten, auch darüber nachgedacht habt, wen adressiert man eigentlich mit so einem Film? Ja, da haben wir tatsächlich sehr viel drüber nachgedacht und es spielte durchaus tatsächlich auch eine Rolle, die Repräsentation des Islams in deutschen Filmen. Was es bis zu dem Punkt vor allem gab, waren Radikalisierungsbiografien, beauftragt von deutschen Redakteuren. Und das sind, denke ich, genau die Filme, vor denen du oder wo du zu Recht mit Skepsis erstmal auf das Thema begegnet bist. Ja, das war für Mehmet, den Regisseur, auch von Anfang an klar, dass er da einen Kontrapunkt setzen will. Und Mehmet ist in einem muslimischen Milieu aufgewachsen, hat letztlich all seine Filme beschäftigen sich mit dem Islam oder mit muslimischem Leben. Also es ist uns auch wichtig, dass das kein Film über den Islam ist, sondern über eine muslimische Gemeinde in Deutschland. Die ist auch nicht stellvertretend für alle muslimischen Gemeinden in Deutschland. Das ist einfach ein, so wie christliche Gemeinden völlig unterschiedlich funktionieren, funktionieren auch muslimische Gemeinden völlig unterschiedlich. Das ist ja auch Thema, letztlich mit Thema des Films, dass selbst in den zwei Gemeinden, die wir hier sehen, völlig unterschiedliche Ausrichtungen oder völlig unterschiedliche Ansichten zu der Streitfrage oder, wenn man so will, zur Gretchenfrage gibt. Aber genau, zu deiner Frage zurück, es war uns sehr wichtig, da einen unverstellten und prätentiösen, authentischen Blick in muslimisches, Schrägstrich deutsch-türkisches, Schrägstrich deutsch-mazedonisches mit osmanischer Abstammung Milieu zu geben. Es ist ganz schön, dass du das jetzt so aufgezählt hast, weil genau das mir auch als so eine Qualität des Films begegnet, dass er dieses Milieu, wenn man das so nennen möchte, dass man dem man da begegnet, ziemlich vielfältig auffächert und einem ziemlich klar wird, dass man eigentlich in der deutschen Presse, auch wenn man versucht, sich da etwas vertieft vielleicht mit dem Thema zu beschäftigen, doch immer auch sehr, sehr einfache Darstellungen bekommt, die sozusagen hier in dem Film deutlich komplexer und verschachtelter dargestellt werden. Gab es etwas, also du hast sozusagen auch schon gesagt, ihr habt euch gegen eine bestimmte Form von Film auch oder ihr versucht zu verwehren, sozusagen diese Form von Filmen zu machen, sozusagen, man kann es jetzt vielleicht ganz grob mal so Auftragsfilme über den Islam nennen, so ganz grob gesprochen. Gab es denn Filme, an denen ihr euch orientiert habt? Ich habe so manchmal bei dem Film das Gefühl, dass es mich an bestimmte Sachen erinnert, aber Sag gerne nee, mal. sag du erstmal. Es gab jetzt keinen, es gab keinen speziellen Vorbildfilm oder so, aber es gab natürlich, also ich habe mit Mehmet angefangen zu studieren, muss ich vielleicht noch dazu sagen, Regisseur. Wir haben uns, also ich denke, der eindeutigste Bezug ist, ich sag mal, italienischer Neorealismus oder im Allgemeinen ein realistischer, neorealistischer Zugang. Wenn man das so nennen will, Le Prophet, ich weiß, den gab es so ein bisschen bei Mehmet als ein Vorbild, aber jetzt, also formell und strukturell oder in der Herangehensweise, nicht so sehr, aber als, ja, so genau so muss es werden, sondern natürlich hat man, wenn man Regie studiert, seine Vorbilder und seine Richtungen, so, denen man dann gerne folgt. Und natürlich, da spreche ich dann eher wieder als Produzent, ist das immer auch eine Budgetfrage. Wir hatten ein sehr, sehr überschaubares Budget und damit muss man irgendwie umgehen. Und das wäre aber unabhängig jetzt auch vom Budget sicherlich die richtige ästhetische und ja, formale Herangehensweise gewesen. Ich finde normalerweise die Budgetfrage langweilig. Ich finde sie aber in diesem spezifischen Kontext eigentlich relevant. Was für ein Budget hattet ihr? Also, muss ja nicht genau, aber grob. Also Debütfilme oder No-Budget, Low-Budget-Filme in dem Bereich haben normalerweise so um die 750.000 und wir hatten deutlich, deutlich weniger als die Hälfte davon.
Genauer will ich nicht werden, ja, aber ein sehr, sehr kleines Budget. Es ist ja ein Abschlussfilm. Das war tatsächlich auch eine bürokratische Herausforderung, weil wir einer der ersten Filme in Nordrhein-Westfalen nach dem Mindestlohngesetz waren und das alles in einer Grauzone stattgefunden hat, wo es noch keine Regeln gab, wo die Filmstiftung noch nicht wusste, wie damit umzugehen ist. Die Kunsthochschule hat sehr lang gebraucht, um damit umzugehen. Und wir als gerade frisch gegründete Firma hatten keine andere Wahl, als drauf loszuproduzieren. Das ging dann tatsächlich auch nur mit Hilfe von elterlicher und anderer finanzieller Unterstützung, weil wir diverse Raten nicht abrufen konnten. Und natürlich mit Hilfe des kleinen Fernsehspiels. Genau, also das ist, damit ist auch die Fernsehredaktion genannt, die sozusagen Geld in diesen Film gegeben hat. Und wir hatten ja am Anfang schon den Bogen sozusagen zu der Rolle von Fernsehredakteurinnen und Fernsehredakteuren in der filmischen Darstellung des Islam in Deutschland. Wie schwer war das denn, diese Herangehensweise an eigentlich eine Charakterstudie von Oral, könnte man vielleicht auch sagen, dem kleinen Fernsehspiel oder generell Fördergeberinnen und Fördergebern nahezubringen. Und wie macht man das? Also Christian Kloß, der Redakteur vom kleinen Fernsehspiel, hat Mehmets zweiten Film beim Showcase der Kunsthochschule für Medien gesehen. Das ist ein Showcase für eine Fachveranstaltung und war vom zweiten Teil des zweiten Films sehr begeistert, hat dann gefragt, was ist das nächste? Da hatte Mehmet auch schon ein Drehbuch, das war allerdings noch deutlich anders, hatte viel mehr Genre oder hatte noch Genreinhalt, gab einen goldenen Colt und der war im Tresor versteckt, in einem versteckten Haus, und letztlich war es aber die gleiche Geschichte, ging um eine Identitätssuche und um einen Neubeginn letztlich, hieß glaube ich tatsächlich auch schon Oray, und hatte all die Elemente waren schon drin, aber eben noch durch völlig andere Brille gesehen. Und da hat Christian ganz offensichtlich das Potenzial erkannt. Mehmet hat mich dann 2015 gefragt, ob ich es produzieren will. Und wir haben inhaltlich so richtig angefangen zu arbeiten Anfang 2016, da war dann die endgültige Zusage da. Kurioserweise oder kurz nach den Anschlägen aufs Bataclan, das war glaube ich tatsächlich der Tag danach, nee, derselbe Tag, wo wir wussten, dass der ZDF wird finanzieren. Das hat dann die Party auch ein bisschen unterbrochen. Genau, und die inhaltliche Zusammenarbeit war mit Christian sehr, sehr angenehm tatsächlich. Es gab dann aber trotzdem auch immer wieder Punkte, die jetzt auch im Nachhinein, wo ich mir schon denke, gut, dass sich Mehmet da durchgesetzt hat, gut, dass wir uns da durchgesetzt haben. Wir haben auch aufgrund des kleinen Budgets haben wir uns quasi ausverhandelt, dass das ein Autorenfilm ist und dass Mehmet die letzte künstlerische Entscheidung hat. Da musste aber in der inhaltlichen Arbeit tatsächlich sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Das sind, also ein technischer Punkt zum Beispiel war die vielen dunklen Stellen, die vielen tatsächlich dunklen Stellen, die wir in diesem Film haben. Da sind dann halt einfach so Anmerkungen, ja, normalerweise wird im Film ja Nacht immer geleuchtet und ganz viele Kameraleute loben diesen Film besonders für den Umgang mit den dunklen Stellen, weil sie es so mutig finden. Und ich finde, in der Musikszene oder in dem emotionalen Ausbruch hilft das tatsächlich auch sehr. Das nur als ein Beispiel. Dann war natürlich das Ende eine sehr, sehr lange und also über den komplette, ja, noch nach dem Dreh, während dem Schnitt, während dem komplette Schnittzeit war immer das Ende eine Frage. Da gab es unterschiedliche Möglichkeiten, wann man rausgeht. Für mich der wichtigste oder für meine Einschätzung der wichtigste Punkt war, als Dennis Darahan dann eingestiegen ist, der Editor, der jetzt auch in NRW für den Schnittpreis nominiert ist, weil der letztlich diese Verdoppelung, diese Umstellung, dass man den Film, also seine Predigt in der Mitte hat, aber wir damit auch einsteigen und eben dieses Spannungsmoment, an wen ist dieser Film eigentlich gerichtet, an wen ist diese Predigt gerichtet,
berichtet. Das hat er auf jeden Fall forciert und mit reingebracht. Das war, denke ich, ein sehr wichtiger künstlerischer Schritt. Wir hatten wahnsinnig viel Material. 3:40 war, glaube ich, unser erster Assembly Cut. Und ja, da eine Dichtheit reinzubringen, eine Spannung reinzubringen, war letztlich die große Aufgabe dann im Schnitt und in der Drehbucharbeit. Da hat Christian durchaus auch geholfen. War Burcu, die am Anfang noch Mashda hieß, am Anfang noch relativ schwach. Die wurde dann peu à peu, haben wir die stärker gemacht, um ihm auch also für mich ist Burcu immer noch so die rationalste Stimme im Film. Genau, um ihm da einfach einen Konterpart zu geben. Das ist für mich auch eine der wirklich tollen und interessanten Figuren in dem Film auch, weil es nämlich auch so einem Bild entgegenarbeitet von sozusagen passiven, unterdrückten Frauen, womit ich nicht sagen möchte, dass es das nicht gibt, aber sozusagen das ist eigentlich das Bild, was man am meisten sozusagen damit auch medial transportiert bekommt und sie ja in der Tat wirklich eigentlich ja auch eine extrem starke Figur ist, ne, die sich in vielem auch widersetzt und ihren eigenen Kopf hat und so weiter. Können wir noch ein bisschen spezifischer darüber reden? Sozusagen, du hast auf der einen Seite von so einem technischen Korsett gesprochen. Ich glaube, das hat wahrscheinlich auch mit der Fernsehausstrahlung zu tun, oder? Dass sozusagen so dunkle Szenen, da gibt es ja so, also ich habe mal kurz in der Fernsehredaktion gearbeitet, da gibt es ja dann so Vorgaben, was irgendwie qualitativ noch geht und was nicht und so. Ja. Aber es gibt ja sozusagen auch sowas wie eine Art ideologisches Korsett oder so. Und vermutlich kannst du da nicht, oder sozusagen gebietet es auch vielleicht die Zusammenarbeit auch zum Beispiel mit in einer Fernsehredaktion oder so, dass man das jetzt nicht alles ausbreitet. Aber kannst du so grob umschreiben, gab es so Momente, wo man so das Gefühl hatte, hier ist etwas zu ambivalent gelassen oder hier ist etwas zu schwer zu verdauen sozusagen und das darf man so oder sollte man so nicht erzählen, weil man da vielleicht auch Probleme bekommen könnte? Also es gab zu keinem Zeitpunkt den Versuch einer ideologischen Einflussnahme oder politischen Einflussnahme oder so. Es gab aber sehr häufig den Versuch, man müsse etwas erklären, weil man es nicht verstehe. Das ist, denke ich, ein großes Problem, das Fernsehredaktionen mit sich bringen, weil ich glaube da an die Klugheit des Zuschauers und dass er sehr viel mehr versteht, als man ihm eigentlich zutraut. Und das war sehr oft einfach ein Streitpunkt oder also da gab es Stellen, die einfach die Redaktion bis zum Schluss versucht hat, Einfluss zu nehmen, weil sie dachte, es ist nicht verständlich genug oder weil es deutlicher hätte werden müssen. Also zum Beispiel die Kussszene zwischen Oray und Burcu war am Anfang noch als angedeutete Sexszene angelegt. Da hat sich Mehmet dann am Set dagegen entschieden. Da gab es dann eine lange Diskussion, ob er ihr noch ins Ohr hauchen muss. Ich kann nicht. Als nur als ein Beispiel. So, also es gibt einen Erklärungsdrang, sage ich mal, der, glaube ich, vielen Filmen nicht gut tut. Und wo wir, wie gesagt, die Freiheit durch den Autorenfilm Vereinbarung hatten, dass da nicht zu sehr drauf eingehen zu müssen. Teilweise hilft es dann natürlich aber auch wieder, der Hinweis, versteht man das, da gab es auch Stellen, wo wir gesagt haben, ja okay, habt ihr recht, erklären wir noch ein bisschen oder machen noch einen Off-Ton drüber, dann versteht man es. Du hast als einen Bezugspunkt schon genannt, Am Prophet zum Beispiel von Jacques Audiard, sehe ich so ein bisschen in der Kameraarbeit, teilweise habe ich so das Gefühl, eine so große körperliche Nähe auch zu den Schauspielerinnen und Schauspielern hat, sehe ich aber auch in so einer doch ziemlich
großen Detailverliebtheit. Und das ist auch etwas, was ich unglaublich mag an dem Film. Also so ganz so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass sie dann das Handy, dass sie so eine App haben, wo sie, glaube ich, sehen, wie sie sich gen Mekka ausrichten oder wie sie das Schaf Kibler-App machen wollen. Ja, genau. Und das ist so eine App, die einem das sozusagen auch nochmal... Genau, und es sind nur so Kleinigkeiten, und du sagtest, der Regisseur kommt selber sozusagen aus einem stark muslimisch geprägten Kontext. Aber inwieweit sozusagen war schon Recherche nötig, weil ich finde sozusagen der Detailreichtum, der geht ja wirklich sozusagen in alle Richtungen. Ne? Also was Örtlichkeiten betrifft, an denen der Film spielt sozusagen, das sind Örtlichkeiten, die vielleicht jemand, der in solchen Kontexten sich nicht bewegt, eigentlich nie zu sehen bekommt, würde ich behaupten. Das geht hin bis zu der Sprache zum Beispiel, auch der Schauspieler. Also was mir unglaublich gut gefallen hat, ist sozusagen dieser Wechsel auch zwischen Deutsch und Türkisch, der sozusagen überhaupt nicht künstlich, sondern sehr flüssig erscheint. Dann teilweise kommen so englische Wörter mit rein. Und genau, könnt ihr da so ein bisschen sagen, inwieweit war da Recherche nötig und inwieweit war ihm das dann doch auch einfach total vertraut? Es war, also natürlich ist beim Film immer ein bisschen Recherche nötig, selbst wenn es dann nur die Locations sind, die man suchen muss. Inhaltliche Recherche insofern war nicht, oder zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr wirklich, also keine große umfassende nötig, weil es eine Art Vorbildfigur sozusagen für den Oray gegeben hat, die relativ nah an der Geschichte tatsächlich auch dran ist. Dann haben von den Schauspielern einfach ganz viele auch Erfahrungen im, also Seyhun Demirov war ein Jahr lang bei den Salafisten zum Beispiel, also der kennt sich tatsächlich auch sehr gut mit der islamischen Rechtsschule aus, der spricht Arabisch. Das war Mehmet im Casting tatsächlich auch sehr wichtig, wir hatten ein langes Casting, Leute zu finden, die einen autobiografischen Zugang zu ihren Figuren finden können, ob das jetzt aus Ablehnung oder aus Zuneigung ist dann erstmal egal. Aber das war im Casting sehr wichtig, tatsächlich auch die sprachliche Note, die man bei deutsch-türkischen Schauspielern meistens findet. Da komme ich jetzt zwar ein bisschen ab von der Recherche, aber das ist für Seyhun war das natürlich auch ein Schatz, diese Rolle. Wir hatten ihn erst für Ebu Bekir gecastet. Für deutsch-türkische, / deutsch-arabische Schauspieler eine Rolle zu finden, die nicht Terrorist ist einfach ein Goldschatz, eine Goldgrube irgendwie. Ich hoffe, dass das auch nicht so weitergeht, oder also dass es so weitergeht, dass er noch ein paar Charakterrollen bekommt. Zurück zur Recherche. Die Moschee zum Beispiel in Köln, die wir sehen, das ist die Barbarossa-Moschee in Köln, ist tatsächlich die älteste Moschee in Köln, die zu dem Zeitpunkt, als wir da drehen wollten, verschlossen und geschlossen war, wo wir Mehmets zweiten Film auch schon gedreht haben. Die abgerissen werden sollte. Wir haben kurz vor Karneval gedreht. Während Karneval hätte man da nicht drehen können, da wäre alles mit Karnevalisten voll gewesen. Der Besitzer dieser Moschee hat behauptet, oder der Besitzer des Hauses hat behauptet zu dem Zeitpunkt, dass sie nach Karneval abgerissen wird. Deswegen haben wir dann unseren kompletten Dreh ganz schnell vorgezogen. Die steht heute noch, die Moschee. Er hat natürlich auch einen horrenden Preis dafür verlangt, aber das ist also wirklich authentisch. Wir mussten natürlich dann ein bisschen dort wieder um- und aufbauen. Die Moschee in Hagen, die wir nur relativ kurz sehen, da wurde ein Koranunterrichtsraum. Das ist tatsächlich die Moschee, in der Mehmet Gemeindemitglied war und in seiner Jugend eben auch Jugendvorstand. Da gab es zum ersten Kurzfilm gab es einen ganz schönen Moment. Man spricht da im Film von On Location oder Originalmotiven oder man dreht im Studio. Und habe ich herausgefunden, dass Mehmet mit Original-Location meint, dass die Location ist, an der er war, sozusagen. Also
wenn er vom Elternhaus gesprochen hat, dann war das sein Elternhaus. Und tatsächlich ist auch das Haus oder das Zimmer der Mutter, wo sie einmal zu sehen ist, das ist Mehmets Elternhaus. Da komme ich dann auch wieder aufs Budget zurück. Das wäre auch nur so möglich gewesen. Man hat es ja auch im Abspann gesehen, da ist Mehmets komplette Familie einfach auch involviert gewesen. Ja, trotzdem haben wir, weil wir wussten, die Moschee in Köln, da können wir vielleicht nicht rein, sind wir viel durch Moscheen gereist. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen Türkisch gelernt. Das war für mich auch sehr lehrreich. Und es gab viele kuriose Situationen. Das war zu einer Zeit, wo Erdogan gerade sehr polarisiert hatte. Und mich hat dann immer der Satz Politiker Kinder Kunuschmayalim, heißt lasst uns nicht über Politik sprechen, aus der Prädoyer geholfen. Also insofern gab es natürlich Recherche in alle Richtungen. Es waren aber vor allem hauptsächlich Gespräche mit den Schauspielern, was sie in der Figur sehen, was sie da aus ihrem eigenen Leben reinbringen können. Dann hatten wir zum Beispiel, es gab eine Szene, in der die Moschee mit einem Schweinekopf angegriffen wird. Da kamen zwei Polizisten. Natürlich muss man da einfach ein bisschen Hintergrundrecherche betreiben, wie Polizei mit so einer Situation umgehen würde, wann die kommen und so weiter. Aber zu den Hauptthemen, sprich der islamischen Rechtsprechung, in dem Fall At-Talaq, das hatte Mehmet vorher schon, war das Buch angelegt und das hatte er die Recherche abgeschlossen. Mir ist gerade so im Gespräch oder so jetzt auch nochmal im Nachdenken aufgefallen, die erste Frage haben wir eigentlich gar nicht beantwortet, nämlich sozusagen, also ihr habt euch Gedanken darüber gemacht, an wen sich der Film eigentlich richtet. Wen richtet er sich dann eigentlich? Also wir haben so eine Pressemappe geschrieben, genau diese Frage habe ich Mehmet auch gestellt in der Pressemappe und Mehmets Antwort darauf war, an jeden, der eine Liebesgeschichte im muslimischen Milieu sehen will. Das war seine relativ allgemeine Antwort, die aber durchaus richtig ist. Also ich denke, der richtet sich ich will da gar keine Priorisierung eigentlich vornehmen, er richtet sich an das muslimische Milieu selbst. Ich denke, das ist ein Riesenschritt, dass es möglich ist, dass ein muslimischer, / deutsch-türkischer Filmemacher so einen Film machen kann. Ich denke, es ist ein Riesenschritt, dass sich eine muslimische Gemeinde selbst beobachten kann, eben unabhängig von Reizthemen wie Burka oder Terror. Nur so kann man sich selbst sehen und eventuell Fehler oder wo man anders ist, wo man eigentlich genauso ist wie nicht-muslimische Gemeinden erkennen. Er richtet sich aber genauso auch an ein biodeutsches Publikum, das bisher keinen Einblick hatte in Moscheen oder in muslimische Gemeinden. Also wir haben inzwischen sehr, sehr viele Gespräche nach dem Film geführt und was immer wieder kam, ist Kritik eben vor allem an der Rolle der Frau, auch wie sie im Film dargestellt ist. Biodeutscher Seite, oder? Von biodeutscher Seite, ja, weil dazu muss man wissen, dass in Moscheen Geschlechtertrennung herrscht. Also es gibt einen männlichen und einen weiblichen Bereich. Das ist für mich auch, also auch in der muslimischen Community, das, womit ich am schlechtesten umgehen kann oder was mir am unangenehmsten ist, auch in den Familien. Sitzen die Männer im Wohnzimmer und die Frauen sind in der Küche. Das ist für mich persönlich sehr, ich komme aus einem gegenteiligen Haushalt, wo Geschlechterrollen eher vertauscht waren. Deswegen war das für mich immer sehr unangenehm. Und eben auf der anderen Seite haben wir hier zwei sehr moderne muslimische / deutsch-türkische Frauen. Also beide tragen kein Kopftuch.
Und ich denke, es wird nochmal eine Generation dauern, bis es die erste deutsch-türkische Filmemacherin gibt, die dann Oray in weiblich erzählen kann, sozusagen. Habe ich jetzt die Frage beantwortet an mir? Ja, ich denke schon. Ja, doch. Eine Frage noch, bevor ich sozusagen dem Publikum öffne. Und zwar möchte ich dem einfach nochmal kurz nachgehen. Und zwar kannst du, also der Film hat eine ziemlich große Medienaufmerksamkeit bekommen, würde ich sagen. Es gab in der FAZ ein großes Interview mit dem Regisseur, was nicht so unbedingt selbstverständlich ist für so einen doch relativ kleinen Erstlingsfilm. Und wurde vielerorts recht gut besprochen. Wie sozusagen, wie waren die Reaktionen in der türkischen Community zum Beispiel? Unterschiedlich. Also Mehmet erzählt immer die eine Geschichte, dass sein ehemaliger Koranlehrer war bei der Teampremiere in Köln da und von dem hat er bis heute nichts mehr gehört. Also der war offensichtlich nicht so begeistert davon. Mehmets Vater, es gab auch einen kleinen Beitrag im ZDF-Forum, so eine muslimische Sendung. Mehmets Vater mochte die Kussszene nicht und die Spuckszene nicht. Ansonsten sind die natürlich sehr, sehr stolz, die beiden. Nur so aus Interesse, aber dann zum Beispiel die Alkohol, weil ich habe mich zum Beispiel gefragt, dass die auf der Hochzeit sozusagen sich unter dem Tisch irgendwie Gin einschütten und so. Da hätte ich so gedacht, das kann irgendwie problematisch sein vielleicht, aber... Da gibt es sicher Leute, die das nicht gern sehen, aber ich denke, insgesamt überwiegt vor allem der Stolz, dass einer aus den eigenen Reihen, in Anführungsstrichen, es geschafft hat. So. Ja, also ich denke, der Koranlehrer ist so die deutlichste Abneigung, die Mehmet auch sehr beschäftigt tatsächlich. Also das war ihm auch immer sehr wichtig, dass er sowohl ein Sprachrohr aus der eigenen Reihe sein kann, trotzdem kritikfähig. Also man sieht ihn auch zweimal in diesem Film. Wer ihn nicht kennt, erkennt ihn natürlich nicht, aber er sitzt einmal, wenn er seine Hausparty gibt sozusagen, also wenn der Koran gelesen wird bei ihm zu Hause, da ist er Teil von dieser Gruppe und dann sieht man ihn noch in der kurzen Disco-Szene einmal kurz aufblitzen. Das ist sicherlich auch Zeichen seiner Zerrissenheit zwischen zwei Welten. Ne? Natürlich ist die Kölner Kunstwelt eine völlig andere als die Hagener muslimische Welt. Da steckt er sicherlich auch immer noch ein bisschen dazwischen. Da bewundere ich ihn sehr für wie viel, weil ich denke, es kostet sehr viel Energie, einfach beide Welten befrieden zu wollen und verbinden zu können, sozusagen. Vielleicht mal ins Publikum, gibt es Anmerkungen, Fragen, Beobachtungen, Lob, Kritik? Wir haben schon so viel geredet halt, ne? Auch, aber... Ist eine gute Beobachtung. Für mich ist Oray eine konsequent inkonsequente Figur. Also man kann das nicht, also
es ist ja für westliche Ohren auch völlig seltsam, dass sich das alles an einem Wort aufhängt. Also es ist ja, das heißt, wir haben es in der Presse mal als Scheidungsformel benannt. Bei Formel denke ich an eine Zauberformel, da denke ich an Abracadabra oder sowas, aber nicht an ein Wort, das Potenzial hat, mein ganzes Leben zu verändern. Nur weil ich es selber ausspreche. Dreimal in dem Fall. Und ich denke, Oral stellt sich das als eine Art Lebensaufgabe und tut das wie alles in seinem Leben nicht konsequent. Ich glaube, wir gucken da einer Figur dabei zu, wie sie irgendwie versucht, für sich eine Identität zu finden und in allen Richtungen sucht. Also es gibt ja auch diese Szene, wo er einen Joint raucht und dann erschallt der Gebetsruf und er stellt den Aschenbecher weg. Das im großen Ganzen macht das nicht wirklich Sinn natürlich. Ich denke aber, es ist ein authentischer Ausdruck für viele junge muslimische Männer tatsächlich, wie schwierig es ist, irgendwo Halt zu finden. Also ich glaube, man könnte es besser nachvollziehen, wenn man sich vorstellt, irgendwie, dass man in der Gesellschaft insofern keinen Halt findet, weil man aufgrund von anderem Aussehen oder aufgrund von einem anderen Nachnamen benachteiligt wird. Weil man sich immer, das sagt Mehmet auch gerne, aus dem Negativen heraus definiert oder identifiziert. Also man sagt immer, ich bin kein Terrorist, ich bin kein Deutscher, ich bin so. Und ich glaube, da ist ein großer Drang da, sich durch etwas Positives zu definieren. Und das gibt natürlich, das gibt so eine Gemeinde, das gibt so einen Glauben, wo man immer wieder zurückgehen kann. Also letztlich, deswegen meinte ich, das Ende war immer Diskussionspunkt. Haben sich da, also auch in den Filmgesprächen hat sich herausgestellt, dass viele sich da ja sehr, ja fast schon beleidigt sind, dass er sich nicht für Buju entscheidet, sondern für die Gemeinde. Weil natürlich aus einer westlichen Sicht heraus diese rationale Person und der Gedanke an eine Beziehung mit der hübschen jungen Frau irgendwie das viel vielversprechendere ist. Für Oral ist es in dem Moment die Gemeinde, weil er nur dort irgendwie einen festen Rahmen findet. Aber ich kann auch gut nachvollziehen, warum sie es nicht nachvollziehen können. Meine einzige Antwort ist, dass es ja konsequent inkonsequent ist. Und die Szene, wo er so richtig trinkt, also man sieht ihn ja eigentlich nur dort trinken, ansonsten trinkt er nicht, war schon durchaus als emotionaler Zusammenbruch. Da fällt ja auch alles weg vorher. Kann nicht mehr in die Moschee, er kann nicht mehr zu Buju. Dann geht er zu seinem Freund. Also wir sehen ja auch ein breites Spektrum an muslimisch Glaubenden. Also Tanju, der Jurastudent, der ist auch ein gläubiger Muslim, aber nicht auf die Art und Weise von Oray. Der baut sich seine eigenen Regeln. Und er baut sich einen Joint auf dem BGB. Er baut sich einen Joint auf dem BGB, das genau. Mag, ja. Mag ich auch sehr gerne. Das habe ich auch bei der Rechteklärung nicht so ganz genau beschrieben, diese Szene. Ja. Weitere. Ja. Nur ganz kurz. Großartiger Film. Herzlichen Dank. Absolut spannendes Thema. Was mich eigentlich den ganzen Film über beschäftigt hat, tatsächlich die Anfangsszene, wo er sagt, wer den Islam im Herzen hat, erfährt die Freiheit. Und eigentlich den ganzen Film über ich, natürlich auch aus meiner westlichen Brille gedacht habe, aber genau das ist ja das, was er sich nimmt. Dadurch, dass er eben den Prinzipien folgt. Und genau das, was du gerade auch gesagt hast, in der letzten Szene habe ich tatsächlich gedacht, ich glaube, jetzt ist er irgendwie angekommen. Jetzt hat er gemerkt, okay, der Islam im Herzen ist dann doch das, was ihn am Ende glücklicher macht. Und das fand ich eine extrem starke Message am Ende.
Dankeschön. Ja, ich denke auch, also wir haben, wie gesagt, wir haben sehr oft auch, nachdem er fertig war, das Ende diskutiert. Wenn ich mir sein Leben weiter vorstelle, so, dann denke ich auch nicht, ist jetzt plötzlich konsequent. So. Also ich glaube nicht, dass der für immer in dieser Gemeinde bleibt. Ich denke, der ist da eine Woche und nach einer Woche merkt er, wie sehr er Burcu vermisst und dann fährt er zu Burcu. So, also ich glaube, das kann jeder für sich selber auch weiterdenken, was er da für sich, also was Oray für sich da rausnimmt und wo er sich eventuell anlehnt. Und ich denke, das wird sehr viele Pole haben, dieses Leben. Die Männerwelt, meinst du? Jein. Also, so wie ich es erlebt habe, also weil ich meine, die jüngeren Leute, die wir hier sehen, das ist dritte Generation Einwanderer. Das heißt, ich würde, also jetzt aus dem nur wirklich, das ist keine empirische Analyse, sondern nur das, was ich erlebt habe, würde ich sagen, ist die erste, zweite und zweite Generation ja, das ist in einer gewissen Weise eine Parallelgesellschaft, die dritte nein. Da vermischt sich gerade alles sehr deutlich. Naja, also ich meine, natürlich, wir sehen im Film vor allem, und das stimmt aber eben auch schon wieder nicht, weil wir sehen auch einen Großteil Deutsche, die wir aber als, die wir Deutsch-Türken nennen würden vielleicht, aber das sind in Deutschland geborene junge Leute, und da wird der Begriff der Parallelgesellschaft eben schon schwierig, so, weil die natürlich gehen die in die Moscheen und beten und haben dort ihren Freundeskreis, haben dort ihre Sozialisation, aber viele von denen studieren, haben dort ihren nächsten Freundeskreis, und tatsächlich ist es da dann manchmal so, dass das zerrissene Menschen sind, weil innerhalb der Familie eben noch traditionelle Gesetze gelten, nach denen die eigentlich schon längst nicht mehr leben. Das heißt, sie haben die Chance, zwei Leben zu führen, im westlichen liberalen Freundeskreis und zu Hause, oder sie verbinden das. Und natürlich sehen wir hier auch ein, wie soll ich sagen, ein traditionell muslimisches Milieu. Also nicht alle deutsch-türkischen Familien leben so, das ist auch wichtig zu sagen. Aber wir haben uns halt für dieses Milieu letztlich entschieden und beschreiben das. Das meinte ich auch mit, also wir sehen hier zwei Gemeinden und nicht die komplette muslimische Gemeinde in Deutschland. Da gibt es viele unterschiedliche Ausformungen und ja, es gibt viele Deutsch-Türken, die auch ganz extrem nicht glauben. Da gibt es ja auch innerhalb der türkischen Gemeinde, gab es eben im Zuge von Erdogan große Streits, die tatsächlich auch Familien zerrissen haben, betroffen haben.
Ja, das ist richtig, ja. Das ist auch, ja, ich meine, da mussten wir letztlich auf irgendwas fokussieren, weil es ist so ein Riesenthema, da müsste man wahrscheinlich einen 24-Stunden-Film, um es in einem Film unterzubringen. Und selbst dann würde es noch nicht reichen. Also auch letztlich, was ja auch die vier Rechtsschulen, darauf wird ja gar nicht eingegangen, wirklich. Also man, in islamischem Recht könnte man da wahnsinnig in die Tiefe gehen irgendwie. Ist aber halt einfach nicht die Möglichkeit da. Ja. Und der, ja, also wie gesagt, die Parallelgesellschaften, es ist so, ich habe keine Sorge, ich bin tatsächlich relativ hoffnungsfroh, dass sich das jetzt mit den nächsten Generationen ändert und zu dem Punkt, dass man da auch durchaus erschrocken sein kann, gibt es ein ganz schönes Heiner Müller Zitat, der sagt, die erste Gestalt der Hoffnung ist die Furcht und die erste Erscheinung des Neuen der Schrecken. Ich denke, das braucht wahnsinnig viel Geduld einfach und natürlich wurden wahnsinnig viele Fehler gemacht in den 60ern, wo einfach Integration des Konzepts noch nicht wirklich vorhanden war. Ich denke, das hat sich jetzt deutlich geändert und ich sehe da durchaus Chancen und habe da relativ, habe da Hoffnung, dass es sich vermischt. Ja, gut, Selbstmord wäre natürlich auch Hölle, also in der theologischen Argumentation. Ja, nee, nicht wirklich. Also letztlich sagt ja der Imam dazu, im Islam gibt es immer einen Neuanfang. Das ist ja auch so ein bisschen das, wo man sozusagen schummeln kann in jeglicher Religion. Es geht ja dann doch immer, selbst wenn die eigenen Gesetze sagen, es geht nicht. In der katholischen Kirche geht man eben halt beichten und dann ist wieder gut. Und im Islam gibt es auch immer einen Neuanfang. Also ja, nee, Selbstmord wäre, glaube ich, für auch in der Inkonsequenz dieser Figur keine Lösung. Würde ich sagen, beenden wir das an dieser Stelle. Ich möchte mich sehr bedanken, dass Sie da waren und mit uns und über den Film ausgetauscht haben. Und ich möchte mich wirklich nochmal sehr, sehr herzlich bedanken, einmal für diesen großartigen Film und dass du hier warst und für das sehr, sehr spannende Gespräch. Danke. Ich danke auch. Vielen Dank.